kommt heute mit mir 5 Tage nach Mailand. Ja, 5 Tage ist nicht ganz richtig, es sind eigentlich 4, beziehungsweise ich fliege dann auch noch nach Hamburg und so weiter. Aber ja, die Frage ist, was mache ich hier in Mailand? Ich bin mal wieder beruflich unterwegs. Ich bin für die Marke hier, für die ich letztes Jahr noch in New York war. Und es ist Mailand Fashion Week. Und ja, ich bin jetzt gerade angekommen. Und wir werden zum einen, werde ich mir übermorgen die Fashion Show von unserer Brand anschauen. Zum anderen haben wir morgen internationales Sales Meeting. Und ja, jetzt bin ich erstmal angekommen. Ich guck mal, was es hier so zu erleben gibt in Mailand. Es ist jetzt gerade 3:20. Ich bin noch ein gutes Stück entfernt von meinem Hotel, weil ja, ich bin am Flughafen Bergamo gelandet. Es gibt ja 2 oder ich glaube 3 Flughäfen in bzw. um Mailand herum. Und ich habe dann direkt geguckt, okay, wie sieht es aus mit dem Uber? Als ich das erste Mal reingeguckt habe, hat er gesagt 140 Euro. Dann habe ich gesagt, auf keinen Fall. Als ich das nächste Mal reingeguckt habe, hat er gesagt 240 Euro. Und ich habe gesagt, okay, noch mehr auf keinen Fall. Und ja, deswegen habe ich dann einen Bus genommen. Er hat mich jetzt hier quasi mitten in Mailand abgesetzt. Der hat 12 Euro nur gekostet. Hat so circa 1 Stunde gedauert. Ich konnte das Ticket direkt bei dem guten Mann kaufen. Der hat mein Gepäck mitgenommen. Und genau, jetzt schaue ich mal, ob ich entweder von hier aus einen Uber nehme. Das wird ja hoffentlich deutlich günstiger sein. Oder ob ich mir einfach mal ein bisschen zu Fuß die Stadt anschaue. Ihr werdet es erleben. Ja Leute, ich denke, ich werde das Ganze einfach mal zu Fuß machen. Es sind 6 Kilometer zum Hotel. Schauen wir mal, dann sehen wir auch ein bisschen was von der Stadt. Ich finde diesen Bahnhof einfach schon wunderschön. Also allgemein, die auch jetzt mit dem Bus, die Fahrt, die wir gehabt haben, die Gebäude, die ich hier sehe in Mailand, gefallen mir sehr, sehr gut. Hier mitten in der Stadt habt ihr nicht einen Emporio Armani Store, der zwar auch da drin ist. Nein, es ist das Emporio Armani Hotel, inklusive Emporio Armani Restaurant und Café. Aber wir gehen jetzt darüber. Das ist nämlich die schöne lange Einkaufsstraße. Und da zeige ich euch jetzt das älteste Einkaufszentrum in Italien. Das ist hier also die Galleria Vittorio Emanuele. Und wie gesagt, das älteste Einkaufszentrum Italiens. Und mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Und direkt hier drin habt ihr auch das Leonardo da Vinci Museum. Aber ich habe leider keine Zeit, da reinzugehen. Aus dem Einkaufszentrum raus seid ihr hier direkt beim wunderschönen Mailänder Dom. Ja Leute, ich habe schon meinen Pullover ausgezogen, es ist ziemlich warm, aber jetzt gerade regnet es leider ein bisschen. Ich habe gerade eine kurze Pause bei Starbucks gemacht, damit mein Handy nicht leer geht. Ich hatte nämlich nur noch 2%. Und jetzt habe ich vor, zu etwas ganz Besonderem zu gehen. Ich bin gespannt, ob ich einfach so reinkomme. Wenn ja, zeige ich es euch. Ja, ihr Lieben, das war das Weinhaus hier in Mailand. Wahnsinn. Es sind echte Knochen, die da drin sind. Ihr dürft einfach ja, theoretisch darin jedes Bild machen. Ihr dürft nur nicht darin filmen. Ich konnte das Ganze natürlich trotzdem machen mit meiner Brille. Sollte man vielleicht nicht, aber ja, habe ich getan. Das Interessante daran ist, dass dieses Weinhaus schon seit dem 13. Jahrhundert ja, besteht. Es ist einmal eingerissen worden, als die Kirche, die direkt daran gebaut wurde, einmal komplett eingestürzt ist. Dann hat man es aber komplett neu errichtet und es ist im 17. Jahrhundert fertig geworden.
Was ich mega interessant finde, seit dem 18. Jahrhundert sind einige Verwandte von Christoph Kolumbus, zumindest mütterlicherseits, eben hier auch in der Kapelle begraben. Nicht dort, wo ich euch das gerade gezeigt habe, sondern nebendran direkt. Also wirklich super interessante Geschichte hier. Das sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und für alle, die das jetzt auch besuchen wollen, das heißt korrekt San Bernardino alle Ossa. Ihr seht es nicht sofort, weil wie gesagt, wenn ihr reinkommt, ist es erstmal nur eine Kirche. Aber dann steht Ossa direkt, quasi ein Schild auch mit dort. Und die Dame sagt euch direkt, dass ihr rein könnt, wenn ihr eine kleine Spende macht. Es ist auch egal, was ihr da spendet. Und wenn es nur 20 Cent sind, Hauptsache ihr werft irgendwas da rein. Ich habe jetzt ein paar Euro da reingeschmissen, weil ich es grundsätzlich gut finde, dass sowas auch erhalten bleibt. Was ich vergessen habe zu sagen ist, woher stammen diese Beine oder diese Knochen überhaupt? Direkt nebendran hier war ein Krankenhaus und wie gesagt, im 13. Jahrhundert war das ein Friedhof und alle Knochen oder beziehungsweise ja, alle Leichen quasi, die begraben wurden, die wurden auf diesen Friedhof gepackt. Dadurch, dass es aber immer mehr und immer mehr wurden, der Platz aber nicht mehr wurde auf dem Friedhof, hat man diesen Raum errichtet und hat quasi in die Höhe gebaut. Und das ist der Grund, warum die Knochen in diesem Raum sind. Ja, Leute, scheiß auf Haute Couture. In Mailand gibt es natürlich auch einen Primark. Und wir machen uns auf den Weg, gucken, was gibt's von Disney. Ja, Leute, war ganz cool. War vor allem auch deutlich größer als bei uns. Aber nicht wirklich neue Sachen. Also ich habe nicht wirklich was gesehen, was ich euch hätte abfilmen müssen. Aber jetzt geht's weiter Richtung Hotel. Ja Leute, ihr könnt euch das mal angucken hier. Es gibt keine Fahrbahnmarkierung. Die fahren wie sie wollen, die Roller sowieso. Die fahren so schnell wie sie wollen, die fahren wohin sie wollen, aber irgendwie klappt's. Ja Leute, am gesamten Tag jetzt heute schon 13 Kilometer gelaufen und davon war eigentlich fast alles hier. Also, ich weiß, im Disneyland läuft man mehr, aber irgendwie, keine Ahnung, hier ist geiler irgendwie. Also nicht geiler als im Disneyland so, aber es ist irgendwie anders geil. Also man entdeckt quasi neue Ecken, man entdeckt eine komplett neue Stadt und das ist schon irgendwie ziemlich nice. Und im Disneyland, ja, da läuft man ja quasi von A nach B, man kennt alles und trotzdem auch ziemlich nice. Also ich freue mich auch sehr, in 2 Wochen wieder im Disneyland zu sein, also forget it. Ich guck mal, was ich jetzt mache. Es ist jetzt 20.15 Uhr. Ich habe gesehen, hier in der Umgebung, die machen um 21 Uhr zu, gibt es einen Aldi und einen Penny und so. Gucken, ob ich da irgendwas kriege. Und ich weiß nicht, ob es in Italien zu spät ist, um jetzt noch irgendwie eine Pizza dazu kriegen. Aber wenn, werde ich es euch zeigen. Ja Leute, ich bin jetzt hier beim Aldi. Der sieht verdammt ordentlich und aufgeräumt aus. Aber was ich schon mal sagen kann, bei uns ist ja wirklich rappelvoll mit hier Non-Food und so weiter. Da gibt es hier echt deutlich weniger. Also, die haben ziemlich coole Sachen. Ich habe mir zum Beispiel, die haben hier Cola-Dosen in 500 Milliliter, finde ich mega. Die haben hier Eistee in so kleinen Getränkebechern quasi, wo oben nur der Strohhalm reinkommt, auch mega nice. Und jetzt geht es auf jeden Fall in die Pizzeria. Ja Leute, hier seht ihr die Pizza Donna Bettina. Kostet 10 Euro, riesengroß aber. Und die sieht so gut aus. Es ist weiße Salami da drauf, 2 verschiedene Käsesorten. Also ich werde es jetzt probieren. Leute, das war meine erste Pizza in Italien und ich muss sagen, ich würde sagen, die beste, die ich hier gegessen habe. Die hat 10 Euro gekostet, ich fand den Preis mega gut. Das war eine Pizza mit 2 Käsesorten drauf. Da war Gorgonzola und Mozzarella drauf. Dann waren 2 verschiedene Wurstsorten da drauf, so Salsiccia Picante war das. Also wirklich wahnsinnig lecker und das für 10 Euro, mega gut. Empfehlung auf jeden Fall, war definitiv eine richtige von dem Herrn an der Rezeption. Und ich muss sagen, Wahnsinn. Hey Leute, Tag 2. Heute bin ich den ganzen Tag eigentlich nur hier im Meeting, weil uns gerade die ganzen neuen Produkte vorgestellt wurden. Und deswegen kommt heute tatsächlich nicht so viel. Wir gehen nachher noch mal essen, mal gucken, ob ich euch da noch ein bisschen mit hinnehmen kann. Und ansonsten aber geht's morgen weiter. Ja Leute, es ist Mittwoch. Ich habe ganz entspannt im Hotel gefrühstückt. Und jetzt bin ich mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. Weil von meinem Hotel aus ist es so circa 3,5-4 Kilometer in die Stadt.
Und da ich heute nicht ganz so viel Zeit habe, weil ich nachmittags zur Fashion Show darf, wo ich mal schaue, dass ich euch auch ein bisschen Ausflüge mit da reinbacke, habe ich das mit dem Fahrrad gemacht. Das hat jetzt 6,90 Euro circa gekostet für etwas über 20 Minuten Fahrt. Ich muss sagen, es ist eine sehr holprige Fahrt gewesen. Man kann hier auch Roller leihen, aber A, habe ich gedacht, mit dem Fahrrad ist man ein bisschen sicherer und B, ist Roller hier auch tatsächlich ein bisschen seltener. Ich denke, die wissen warum, weil die Straßen hier sind wirklich alle so holprig und es nimmt auch nicht unbedingt jeder jetzt gerade Rücksicht auf einen, wenn man auf dem Fahrrad sitzt. Das ist ähnlich wie in Deutschland, würde ich sagen. Aber es war trotzdem cool. Ich war deutlich schneller jetzt hier. Und jetzt muss ich euch was zeigen, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich so weit gefahren bin. Und zwar etwas, was ich aus New York liebe. Aber seht selbst. Ciao. Ja Leute, ganz, ganz große V-Schwarzliebe. Wie gesagt, ich kenne es aus New York, ich liebe es aus New York. Und tatsächlich, in meinem allerersten V-Schwarz war ich vor über 20 Jahren auf jeden Fall in Las Vegas. Und das ist mega nice, weil da ist der Eingang gebaut wie das trojanische Pferd. Mega schön. Kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich glaube allerdings, durch die Insolvenz von V-Schwarz ist auch der Store nicht mehr da. Aber wie gesagt, in New York ist er wieder. Da war ich sehr dankbar, dass ich letztes Jahr rein konnte. Und ein Jahr später bin ich hier in Mailand, auch im V-Schwarz. Und ich finde halt einfach diese Disney-Auswahl hier finde ich mega. Dann haben sie da hinten so viel von Harry Potter. Und ganz große Liebe. Ja Leute, leider darf ich hinter mir durch die Tür nicht durchgehen, deswegen kann ich euch nur im Hintergrund das Kloster zeigen, Santa Maria del Grazie. Das Besondere an diesem Kloster ist, dass im Speisesaal das weltberühmte Kunstwerk Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci hängt. Ich bin jetzt hier hingelaufen, weil ich einfach mal geguckt habe, A war es nicht so weit weg und B wollte ich einfach mal gucken, ob man in irgendeiner Art und Weise was davon sehen kann. Leider nein, die Tickets, ich habe gerade nachgeschaut. Die könnt ihr auch nur online kaufen, die sind auch weit im Voraus, sind die ausverkauft. Es kommen auch immer nur 18 Personen gleichzeitig alle 15 Minuten rein. Und dementsprechend, habe ich wohl keine Chance. Aber ich zeige euch ein bisschen jetzt mal die Kirche zumindest. Ja Leute, ich bin jetzt hier in Outlet Center gefahren. Bin mal gespannt. Sieht relativ groß aus, aber viele der Läden scheinen geschlossen zu sein. Ich schaue mal, was es hier so gibt. Und dann muss ich mich gleich auch fertig machen für die Fashion Show.
Leute, das war ein kurzer Einblick in die Fashion Show von David Ben David für die Marke Sprayground. Ich bin immer ein bisschen emotional auch sehr, sehr dankbar, Teil dieser Brand sein zu dürfen, Teil dieser Familie sein zu dürfen, weil die sind alle so, so herzlich und natürlich auch Teil dieses Erfolgs sein zu dürfen. Wenn die Marke nichts sagt, checkt sie gerne mal irgendwie aus auf Google, checkt gerne mal aus die ganzen Celebrities, die da alle irgendwie Bock drauf haben und so weiter. Ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Marke, hier sein zu dürfen. Letztes Jahr in New York, mal gucken, wo es nächstes Jahr hingeht. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Es ist leider ein bisschen hässlich am Regnen. Ich denke, ich werde erstmal in Richtung Hotel laufen und dann schauen, wo es dann hingeht. Ja, Leute, ich bin nochmal in die Stadt gefahren. Leider ziemlich im Regen. Die Läden haben jetzt noch so anderthalb Stunden circa auf. Und ich schaue mal, was ich hier noch so mache. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, gleich noch was essen. Und ja, ich bin gerade mit dem Roller gefahren. Rollerfahren ist hier fast noch anstrengender als mit dem Fahrrad. Weil A, die Leute nehmen noch weniger Rücksicht auf ein. Und B, ich meine klar, im Regen ist sowieso eine doofe Idee gewesen. Aber ja, die Straßen machen es halt einfach echt nicht besser. Ja Leute, ich beende das Video jetzt hier in Hamburg, in meinem Bett. Ich bin hundemüde. Ich bin heute früh dann noch von Mailand nach Düsseldorf und von Düsseldorf nach Hamburg geflogen. Das hat alles nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil mein Koffer nicht mitgepackt werden konnte. Dementsprechend musste ich den in Düsseldorf einmal entgegennehmen. Dann wollte ich den in Düsseldorf wieder für den nächsten Flug abgeben. Dann haben die mir gesagt, nein, das geht nicht mehr, ich bin zu spät. Obwohl mein Flug fast eine Stunde Verspätung hatte. Also, naja. Jetzt bin ich also quasi ohne Koffer hier, ist aber nicht schlimm, weil ich bin nur diese Nacht hier und fliege morgen wieder zurück nach Düsseldorf. Ja, ich war das erste Mal in Mailand. Ich muss sagen, das, was ich von Mailand gesehen habe, war echt mega. Also die Stadt hat mich wirklich echt gut gecatcht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, auch ein paar Sehenswürdigkeiten und so weiter. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was sehen, ein bisschen was lernen vielleicht auch. Ich bin ja nie Profi in den Städten, wo ich irgendwie unterwegs bin. Und dementsprechend lernt ihr vielleicht auch aus meinen Fehlern oder sowas. Ich habe tatsächlich kein typisch italienisches Eis gehabt, außer ein einziges Mal, als es zum Dessert kam. Das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Aber jetzt hoffe ich erstmal, dass mein Video euch gefallen hat. Wenn ja, dann abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr keins von den weiteren Videos verpasst. Und wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch.